Zeit, als noch
hoffentlich jemals ein Paar. Wir haben ja hier immer Zeit gerade. Wo geht die Reise hin? Und in dieser Zeit hat sich das Ganze zugespitzt. Ich habe damals nur abends getrunken, damit ich tagsüber gut funktionieren kann. Aber es kam dann die Zeit, als Gott ein paar andere Hebel in meinem Leben in Bewegung gesetzt hat. Das möchte ich jetzt nicht näher ausführen, damit kann mich das gerne fragen. Als dann 2004 die Situation eskaliert. Und 2004 haben sich die Ereignisse überstürzt. Mein Mann, der war eigentlich kurz vor der Trennung. Wir waren doch nicht verheiratet, aber wir wussten genauso, geht es nicht weiter. Und eines Tages hatte ich mich so verstrickt, dass ich mir noch die Möglichkeit gesehen habe, ich brauche jetzt professionelle Hilfe, sonst gehe ich komplett vor die Hunde. Und dann hat Gott buchstäblich den Engel geschickt, der ist heute Abend hier und ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe uns 10 Jahre nicht gesehen, Gerd. Aber er war das damals, der mich an der Hand genommen hat. Und er hat gesagt, komm, ich kenne hier eine Stelle, da gehen wir hin, da reden wir miteinander. Und da kann der Kulte werden, das ist der erste Schritt, den wir miteinander gehen. Und ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn er damals nicht den Mut gefasst hätte, mich anzusprechen und mit mir den ersten Schritt zu gehen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Aber Gott hätte noch mehr vorgehabt. Ich habe den ersten Schritt gemacht. Ich musste tatsächlich in eine körperliche Entgiftung für ein paar Tage. Kam dann wieder heim und habe nach ein paar Tagen wieder angefangen, schleichend zu trinken, weil die Probleme waren ja nicht gelöst. Dann saß ich Freitagabend zu Hause, habe das getrunken und Samstagmorgen hier hinten in der Ecke am Gottesdienst. Der Markus war mit dabei, seit langem das erste Mal. Und ich habe dann angefangen zu zittern, wie so die Begleiterscheinungen sind. Und da habe ich auf einmal gemerkt, ich habe furchtbare Angst, das Gleiche nochmal mitmachen zu müssen. Wieder eine Entzugskur, wieder die ungewisse Zukunft und wieder diese ständige Angst, rückfällig zu werden und ein Leben lang an diesem Stoff zu hängen. Wir sind dann nach dem Gottesdienst heim und ich habe mich aufs Bett gelegt und dann habe ich so Gott geschrien wie noch nie in dem Leben. Ich weiß, dass man Gott nicht drohen kann, aber ich habe ihn angeschrien, ich habe gesagt, Herr, ich bin am Ende mit meinem Latein, ich gehe für die Hunde und alles andere mit mir. Ich habe keine Idee, wie ich das loswerden kann, aber ich halte diesen Druck, trinken zu müssen, nicht mehr aus. Ich kann nur. Ich verspreche dir, ich bleibe 3 Tage trocken. Ich will keinen Tropfen an. Aber wenn du mir dann den Druck zu trinken nicht wegnimmst, dann war es das mit uns. Es war mir todernst. Ich bin nach dem Gebet eingeschlafen. Ich bin aufgewacht und zu Gottes Ehre kann ich sagen, ich habe seit diesem Tag nie wieder den Wunsch verspürt, irgendwas anzulangen, was Alkohol beinhaltet. Es ist schwer unerklärlich. Ich war weder in der Therapie, noch bin ich sonst schon in Behandlung. Es war weg. Also Gott hat hier ein Wunder getan, er hat eine ganze Familie gerettet. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit. Es hätte manches anders laufen können. Aber dass Gott so einer verfahrenen Situation und so einem verhunzten Leben noch was Gutes machen kann, dafür möchte ich ihn lebenslang loben. Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite auch zum 3. Abend in der Serie mit Gott. An meiner Seite. Wir haben schon nachgedacht, gemeinsam an diesen Abenden darüber, dass Gott zu uns spricht und ja, dass er auch uns liebt.
Aber heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen. Und Gott kommt uns noch ein Stück näher, wenn wir darüber sprechen, Gott heilt mich. Gott heilt uns. Und das ist etwas sehr Persönliches. Und wenn wir sagen, Gott heilt mich, Gott heilt uns, dann kommt natürlich ganz klar am Anfang auch die Frage auf, ist das wirklich so? Ist das so? Heilt er uns? Heilt er mich? Und ich möchte eine Geschichte am Anfang dazu berichten. Eine Geschichte von einem Mann, der sich da nicht ganz so sicher war. Eine Geschichte von einem Mann, und sie wird uns berichtet auch in der Bibel, im Johannesevangelium, einem Mann, der schon viel zu lange da lag. Die Bibel sagt, er lag 38 Jahre. Und für ihn war das nicht ein Hinlegen gleich, ach, jetzt kann ich mich mal richtig ausstrecken und wie gut, dass ich das kann, sondern das Liegen war sein Gefängnis. Er lag gar nicht so am schlechtesten Ort, könnte man sagen, denn er lag hier und wenn er seinen Kopf hob, dann konnte er einen Teich erblicken. Eigentlich könnte man meinen, eine schöne Aussicht. Er lag auch in den Tempelhallen von Jerusalem damals. Und man könnte auch da sagen, ja, das ist nicht der schlechteste Ort, im Tempel zu liegen, da wo die Menschen noch ein bisschen barmherziger sind und wo sie Mitleid haben mit den Kranken und vielleicht auch ein bisschen anpacken. Aber das Problem war, er lag. Er lag einfach die ganze Zeit nur da. 38 Jahre, ein Krüppel. Und er war umgeben von vielen anderen, die genauso wie er dran waren, Blinde, Ausgezehrte, Lahme. Und alle waren sie an diesem Ort und warteten auf den einen Moment, wenn sich das nächste Mal das Wasser bewegt, dann, der Erste, der es ins Wasser schaffen wird, der wird geheilt werden. Der wird gesund werden. Das göttlich bewegte Wunderwasser, das musste man als Erstes erreichen. Das war ihre Hoffnung von all diesen Kranken. Und da waren ein paar hundert, die an diesem Teich lagen. Nur in der Praxis sah das Ganze ein bisschen anders aus. Denn wenn sich da mal etwas bewegte in diesem Wasser, dann gab es ein Massengetrampel. Alle stürzten sich gleichzeitig zu dem Wasser hin. Sie traten sich gegenseitig nieder und es fand keine Heilung statt, sondern im Gegenteil. Und er, der arme, lahme Mann, der 38 Jahre schon da lag, er hatte nie eine Chance, denn die anderen waren immer schneller als er. Er konnte sich nie so schnell bis zu diesem Teich ziehen. 38 Jahre lang, es war zum Verzweifeln. Er hatte keine Hoffnung mehr. Und dann beugt sich ein Gesicht über ihn, ein mitleidvolles Gesicht. Und Jesus steht da und fragt, willst du gesund werden? Was? Der Lahme mag seinen Ohren und Augen kaum trauen. Willst du gesund werden? Naja, natürlich schon, aber willst du gesund werden? Jesus zwingt niemanden dazu, heil zu werden. Jesus möchte von jedem die freie Entscheidung haben. Und es gibt in der Tat Menschen, die lieber krank sein wollen, weil sie dadurch sich gewisse Vorteile vielleicht erhoffen. Aber er, natürlich wollte er gesund werden, nur, und dann platzt es aus ihm heraus, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Es ist aussichtslos. Heilung
Für die anderen vielleicht, für ihn nicht. Aber Jesus lässt nicht locker. Und er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und ich weiß nicht, was in dem Lahmen vorgegangen ist. Aber plötzlich erzittert bei ihm irgendetwas, als er versucht, auf seine Gliedmaßen zu treten. Und er merkt, da ist irgendwie wieder neuer Lebenssaft, etwas, was er gar nicht kennt. Und er versucht aufzutreten und er steht auf. Er kann es noch gar nicht fassen. Er meint, er träumt. Aber dann macht er es, wie Jesus sagt. Er rollt seine Matte zusammen. Und es ist kein Traum. Es ist Realität. Er nimmt seine Matte, er nimmt sein Bett und er geht nach Hause. Er geht gerne weg von diesem Ort. Er war lang genug hier. Er war wirklich lang genug hier. Und er geht nach Hause geheilt. Nicht durch das Wunderwasser, sondern durch Jesus Christus. Jesus Christus. Und der Bericht sagt, ein paar Verse weiter, dass Jesus diesen Mann nochmal trifft im Tempel. Und er sagt zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Jesus, er hätte alle anderen heilen können, aber er hat sich an diesem Tag diesen einen ausgewählt. Gott heilt dich. Du, der du 38 Jahre schon unter dieser Geißel hier liegst und nicht wegkommst und nicht weg kannst. Er hatte ihn geheilt. Und er wollte, ja, ihn noch warnen und sagen, du, Sünde macht krank. Verwickel dich nicht in irgendetwas, was dir wieder deine Gesundheit rauben könnte. Bleib dran, bleib dabei. Und ich sage dir, ich freue mich dafür. Ich freue mich daran, wenn es dir gut geht. Und so endet dann letztendlich der Bericht in Johannes 5. In der Bibel kann man das Ganze nachlesen. Eine spannende Geschichte. Aber ich glaube, es ist mehr als das. Gott möchte, dass es uns gut geht. Und wenn wir uns den Anfang der Welt schon anschauen, gleich zur Schöpfung, erfahren wir aus der Bibel, es war sehr gut. Der Mensch wurde auch erschaffen als ein gesundes Wesen. Er war ganz heil und voller Freude und Frieden. Und wenn wir das letzte Buch der Bibel aufschlagen, finden wir etwas ganz Ähnliches. Da heißt es in der Offenbarung auf der neuen Erde, im Himmel, da heißt es, der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und in dem Zusammenhang steht auch da, dass Gott abwischen wird alle Tränen. Das ist einer meiner Lieblingstexte in der Bibel. Es wird so sein, dass es keine Krankheit, kein Schmerz mehr gibt. Das verspricht Gott, nicht ein Mensch. Aber wie ist das heute? Heilt Gott auch heute schon? Oder heilt er auch heute noch? Zur Zeit der Bibel, das mag man wissen, ja, dass es da einige Heilungen gab. Jesu Lebensgeschichte ist doch recht voll davon auch. Aber heilt Gott heute? Gibt es sowas? Oder gehen die Menschen wie dunkle Gestalten durch die Gegend, jeder beladen mit seinem Päckchen Krankheit, mit seinem Päckchen Schmerzen, mit seiner Ladung, die er eben mit sich trägt? Ich denke, wir kennen die Realität
nur zu gut. Wir kennen sie aus unserer Nachbarschaft, wir kennen sie aus unserer Verwandtschaft und vielleicht auch aus unserem eigenen Leben, dass wir immer wieder von Krankheiten geplagt sind und anderen Dingen, die, wo wir merken, selbst wir haben mit dem einen oder anderen zu kämpfen. Kann Gott noch so wie damals bei diesem Mann, der 38 Jahre lang krank war, kann er auch noch solche Wunder tun? In der Bibel heißt es, und das ist auch Gottes Versprechen, ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt, heißt das in anderen Übersetzungen. Gott möchte da sein, auch Ansprechpartner sein für diese Dinge in unserem Leben. Aber wie sieht das praktisch aus? Tut Gott das? Und wann tut er es vor allem? Heilt Gott? Wenn wir an den Gelähmten denken, dann hat Jesus ihn zuerst gefragt, willst du gesund werden? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der auch wichtig ist. Wenn wir Heilung von Gott erfahren wollen, dann braucht es zum einen unseren eigenen Willen dazu. Unser Einverständnis, dass das so sein soll. Denn Gott möchte, wie gesagt, uns nicht zwingen. Bei dem Mann, das nächste, was wir sehen, natürlich ist, er hatte Glauben, oder? Als er die Aufforderung bekommen hat, steh auf, und er lag 38 Jahre da, er hätte auch sagen können, nein, Jesus, das funktioniert nicht, ich bleibe liegen, Punkt. Aber er hatte diesen Glauben, er wollte es probieren, und dann konnte er es erleben. Wenn wir an Heilungen heute denken, dann ist auch das Gebet ein Werkzeug, aber das ist weit mehr als ein Werkzeug, was uns hilft bei der Heilung. Und es gibt einen Bibelvers in Psalm 30, wo es heißt, Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Der Psalmschreiber hat es so erlebt gehabt. Man darf auch mal einen Schreier loslassen. Gott hört das. Gott akzeptiert das. Und er hat das erlebt. Er machte mich daraufhin gesund. In Jakobus im Neuen Testament heißt es noch, weitergehend, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Sündenbekenntnis macht frei. Eine wunderbare Sache. Und ich glaube, es hilft mir wenig, wenn ich frei werde, meinetwegen von meinem körperlichen Leiden, aber ich weiterhin meinen Hass in mir mittrage oder ich weiß, hier ist etwas unversöhnt in meinem Leben und ich leide Tag für Tag weiter. Oder was hilft es mir, wenn ich von meiner körperlichen Krankheit frei werde, ich aber kurze Zeit drauf in meinen Sünden sterbe? Gott möchte ganz gesund machen. Nicht nur im körperlichen Bereich. Und er sagt auch, bekennt einander eure Sünden. Das ist etwas, ja, das Soziale soll auch hier mit reingenommen werden. Das macht euch frei, das macht euch gesund. Nicht jeder für sich am Kämpfen. Das Gebet des Glaubens, heißt es dann, wird dem Kranken helfen. Es steht hier helfen. Es heißt nicht, und die Bibel gibt kein Versprechen, das Gebet für die Kranken, es wird denjenigen heilen. Der wird gesund sein. Wir finden dieses Versprechen in der Bibel nicht. Aber das Gebet für den Kranken wird ihm helfen. Es wird ihn retten. Das finden wir in der Bibel. Und das geht eigentlich noch viel weiter.
Wir finden natürlich schon auf der einen Seite das Phänomen, dass sofortige Heilungen stattfinden. Und ich meine, wir haben auch so etwas Ähnliches vorher in der Erfahrung gehört, wo Gott ein Gebet gehört hat und jemand ist frei gewesen. Ich habe vor kurzem mit einer Predigersfrau gesprochen, die auch, also hier in Baden-Württemberg, ein Prediger, und sie hat mir auch erzählt, sie durfte es erleben, hat sie gesagt, diese Gnade. Und sie hat gemeint, ich möchte das eigentlich gar nicht groß erzählen, aber sie war im Krankenhaus, hat für jemand gebetet und sofort ist die Heilung eingetreten. Die Person ist gesund geworden. So wie bei Jesus damals, bei dem 38 Jahre kranken Mann. Es kommt vor, aber es kommt nicht immer so vor. Gottes Wille ist es anscheinend nicht immer, dass das sofort geschieht. Wir finden auch eine andere Sache, dass wenn gebetet wird für den Kranken, dass die Krankheit sozusagen gestoppt wird und nicht weiter schreitet und allmählich eine Gesundung eintritt und derjenige gesund wird. Auch das finden wir. Und wir finden auch das Dritte. Wir finden, dass Gott auch hier hilft, aber nicht, dass die Krankheit weg ist, sondern dass er die Kraft gibt, die Krankheit zu tragen, die Krankheit zu ertragen. Und wenn es dahin kommen soll, dass derjenige stirbt, einschläft, dass derjenige im Glauben einschlafen kann und im völligen Frieden, völlig frei. Gott hört das Gebet des Glaubens und er hört es auf seine Art und Weise. Paulus, der große Apostel der Bibel, er ist selbst ein Beispiel für den Fall 3. Denn er hatte ein schlimmes Leiden. Wir wissen nicht 100%, was es war, aber man geht davon aus, dass es ein Augenleiden war, was ihn geplagt hat. Und er sagt sogar, der Engel des Satans, er plagt mich damit. Für ihn war es eine schreckliche Geißel, dieses Leiden, was er mit sich rumgeschleppt hat. Und er hat mehrmals gebetet dafür. Und man muss wissen, Paulus hat für andere gebetet und sie wurden gesund. Er hat mehrere Menschen in seinem Dienst für Gott heilen dürfen, sozusagen, in seinem Namen. Aber er betete und es wurde ihm nicht gegönnt. Er blieb krank. Warum? Und da finden wir die Antwort Gottes und ich möchte einladen, die Bibeln jetzt auszuteilen. Wir wollen miteinander in Gottes Wort schauen. Und zwar gemeinsam 2. Korinther 12, Vers 9 lesen. Vielen Dank, dass die Bibeln ausgeteilt werden. Wer eine Bibel möchte, vielleicht einfach die Hand heben, dann kann man auch mitlesen und sich von dem Gesagten überzeugen. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9, wollen wir miteinander ansehen. Und das ist im Neuen Testament, in den roten Lutherbibeln auf der Seite 221. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Und das ist die Antwort, die Paulus bekommen hat von Gott, nachdem er nicht gesund geworden war. Und ich lese es vor, hier heißt es, und er hat zu mir gesagt, also Gott, sagt Paulus, Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Lass
lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Paulus. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen besonders mächtig. Ich weiß nicht, wie lange er gewartet hat auf diese Antwort. Ich weiß nicht, wie lange er innerlich gekämpft hat. Das steht nicht da. Aber letzten Endes war das für ihn eine gewisse Antwort zumindest. Und wir haben auch einen anderen Text, auch im Korintherbrief, wo es heißt, da sagt Paulus, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Er sagt, irgendwo habe ich gemerkt, es ist ein Sinn dabei, dass ich so schwach bin, dass ich körperlich nicht so gut kann. Denn jetzt verstehe ich die anderen Schwachen, denen es genauso geht wie mir. Ich verstehe diejenigen, die auch am Kämpfen sind, die wirklich Probleme haben, Nöte haben. Und ich kann sie viel besser mit dem Evangelium gewinnen. Das war die Antwort, die Paulus bekommen hat. Wie können wir aber gesund bleiben? Oder gesund werden? Was können wir dazu beitragen? Und ich, von der Bibel her kommend, glaube, dass Gott uns durch die Schöpfung vieles mitgegeben hat, was zu unserem Nutzen da ist. Und ich nenne das einfach mal so die natürlichen Heilmittel, die Hausapotheke Gottes oder wie man es auch ausdrücken mag. Gott hat so viele Dinge uns gegeben. Ich bin überzeugter Wassertrinker. Wasser ist einfach schmackhaft, es ist wirklich stärkend und durststillend. Und ich habe es so oft erlebt, dass ich Kopfweh hatte oder was auch immer. Was da war, ob ich nicht einschlafen konnte und so ein kalter Guss hat mir dann die nötige Ruhe verliehen. Wasser ist ein kleines natürliches Heilmittel, was Gott uns gegeben hat, zu unserer Gesundung. Darüber hinaus kann man natürlich vieles jetzt anführen. Allein auch die Sache der Bewegung in der Natur, in der frischen Luft. Ich glaube, wir alle wissen, wie gut das einem tun kann. Gerade wenn man längere Zeit gesessen ist oder wenn man drinnen war oder der Kopf geraucht hat, rauszugehen in die Natur, aufatmen, durchatmen, sich bewegen. Gott hat uns so geschaffen und er hat uns diesen Lebensraum gegeben. Natürliche Heilmittel und viele, viele mehr gibt uns Gott mit, damit es uns so gut wie möglich gehen kann. Und ich möchte an dieser Stelle einen Absatz aus dem Buch mit Gott an unserer Seite vorlesen. Ich habe das ja auch immer erwähnt schon. Es ist unser Themenbuch, eine Geschichte einer gläubigen Familie, die während des Zweiten Weltkrieges lebt, in einer sehr ungesunden Zeit, muss man sagen, wo es sicherlich nicht die nötige Ernährungsmöglichkeiten gab und dann natürlich all die anderen Gefahren, die da auf einen warteten. Aber diese gläubige Familie Hasel, um die es in dieser Geschichte geht, hatte das Vorrecht, gerade in dieser Zeit von Frankfurt eine längere Zeit, in den Schwarzwald zu übersiedeln. Und dort, während Franz Hasel an der Front war, zumindest die Kinder und Frau, und also die Mutter sozusagen, Mutter mit den Kindern, besser gesagt, sie waren einige Zeit dort im Schwarzwald. Und ich lese vor, es heißt hier, bei schönem Wetter machte die Familie lange Wanderungen durch die Wälder. Sie stiegen auf die Berge, sie sammelten unterwegs Pfefferminzblätter und Kamillenblüten. Die getrockneten Blätter wurden dann im Winter als Tee aufgebrüht. Im Sommer halfen alle bei der Heuernte mit. Kirschen und Pflaumen mussten gepflückt werden, etwas später auch Äpfel und Birnen. Es kam ihnen alles so vor, als lebten sie im Paradies. Ich habe mich gefragt, Anfang der 40er Jahre,
Wie kann man den Eindruck haben, im Paradies zu leben, in dieser Kriegszeit? Waren es die Schwarzwaldfrüchte, die Ihnen so gut geschmeckt haben? Oder einfach die Idylle der Umgebung, die Sie aus Frankfurt, aus der Stadt nicht so kannten? Oder war es einfach auch die Bewegung an der frischen Luft, die Sie genießen durften in dieser Zeit? Es war wirklich wahrscheinlich die härteste Zeit im letzten Jahrhundert, diese Zeit im Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Aber eine Familie kann sagen, wir lebten hier, zumindest für einige Monate damals, wie im Paradies. Heilung ist mehr als das, was wir manchmal darunter uns vorstellen können. In der Bibel kommen übrigens auch ein paar natürliche Heilmittel vor. Ich finde das auch ganz interessant. Ich möchte hier zwei, drei aufführen. Als David zum Beispiel den König Saul hier irgendwie besänftigen soll, was macht er? Er spielt mit seiner Harfe sanfte, ruhige Musik. Das war auch ein natürliches Heilmittel. Als der König Hiskia krank da niederliegt, und zwar todkrank, da betet der Prophet Jesaja nicht nur für ihn, sondern er verordnet ihm auch ein Feigenpflaster. Wie immer auch der Verband ausgesehen haben mag, interessant. Und als der Prophet Elia vor allem davon läuft und sich flüchtet, in 2. Könige 19 lesen wir davon, da kommt ein Engel zu ihm und bringt Gottes Heilmittel mit. Und das waren in diesem Fall geröstetes Brot, also gute, ich sag mal so, Vollwertnahrung und auch ein Krug Wasser, heißt es, damit er sich wieder aufbauen kann und weiterkommt. Gott hat gesorgt, auch in diesem Sinne, für seine Leute. Aber die Frage ist, ist ist gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen? Ist das so? Ich glaube, es gibt noch ganz andere Krankheiten. Zum Beispiel folgende. Der Prophet Jeremia erzählt davon, er sagt zu dem Volk schon vor langer, langer Zeit, kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder. So will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Ungehorsam. Ist das auch eine Krankheit? Ich glaube, wir kennen uns. Und wir wissen teilweise auch, dass Ungehorsam sehr schlimme Folgen haben kann. Und wir wissen, dass auch Beziehungen, ja, und in den Familien und so weiter, es sehr schwere Probleme gibt letztendlich, gerade auch deshalb, weil dieses Gut, Gehorsam, kaum oder nicht mehr so stark vorhanden ist. Die Bibel spricht auch von etwas anderem. Sie sagt, Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Das heißt, zerbrochene Herzen, auch das ist eine Krankheit, die Bibel kennt. Und ich vermute, dass wahrscheinlich die meisten zustimmen würden, wenn ich sagen würde, eine Grippe, das ist nicht so schlimm, wie wenn man ein zerbrochenes Herz hat. Wenn man seelisch einfach am Boden liegt, Verwundungen vielleicht mit sich trägt, weil jemand anders einem etwas zugefügt hatte oder weil man jemand anderem selbst etwas zugefügt hatte und es belastet einem so sehr und man leidet darunter. Zerbrochene Herzen. Aber die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, das ist noch gar nicht die Wurzel des Ganzen. Die Wurzel ist vielmehr die Trennung. Einfach die Trennung von Gott, von dem Schöpfer. Und dass wir hier
Leben und Tun und Wirken und dass sich das über Jahrhunderte und Generationen fortgepflanzte Sündenleiden, was sich immer und immer wieder auch fortpflanzt und leider auch in unserem Leben uns zu schaffen macht. Man könnte sagen, wir sind hoffnungslos sündenkrank, zumindest menschlich gesehen. Denn das, was uns Adam und Eva eingebrockt haben, wie man manchmal so gerne sagt, da können wir auch nichts mehr dran ändern. Das war so nach dem biblischen Bericht. Wir sind unter der Geißel der Sünde und kein Knoblauchbrot oder Fencheltee können dagegen helfen, so gut wir es auch meinen. Doch dann kommt Jesus Christus. So wie damals bei dem Mann, der 38 Jahre lang krank, da niedergelegen war. Und er kommt in unser Leben dadurch, ja, dass er auf der Bildfläche erscheint und bereit ist, meine Krankheit selbst zu tragen und auf sich zu nehmen. Das ist ja das Tolle. Jesus kommt nicht für die Gesunden in diese Welt. Jesus kommt für die Kranken. Jesus kommt nicht für die Gerechten in die Welt. Jesus kommt für die Ungerechten, für die Sünder, also auch für mich. Und wir können das Ganze auch im Propheten Jesaja lesen und ich lade Sie ein, noch einmal mit mir die Bibel aufzuschlagen, und zwar in Jesaja Kapitel 53. Jesaja 53, das ist im Alten Testament, also in der ersten Hälfte der Bibel und dort auf der Seite 706. Jesaja Kapitel 53 und dort die Verse 4 und 5. Und hier wird die Sache eigentlich auf den Punkt gebracht. Da heißt es, fürwahr, er, Jesus, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus kommt. Und Jesus kommt auch für mich. Auch für dich in diese Welt. Und er tut es aus freien Stücken und er ist bereit für einen freiwilligen Tausch. Er sagt nämlich, gib mir deine Krankheit, gib mir deine Schmerzen, gib mir deine seelischen Verwundungen, gib mir all das ab, ich nehme es auf mich, ich trage es. Gib mir deine Schuld, deine Lasten seelischer Natur. Gib mir das alles. Ich trage das. Und als Gegenleistung bekomme ich, bekommst du, bekommen wir seinen Frieden. Das ist der Tausch. Ein Tausch, der für ihn ein schlechter Tausch ist. Er trägt alles. Er trägt unsere Krankheit, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer würde das tun? Zu sagen, wollen wir tauschen? Gib mir deine Krankheit, deinen Krebs, deine Krebszellen. Ja? Ich gebe dir meine gesunden Zellen, wir machen einen Tausch und dann sterbe ich für dich. Und du kannst weiterleben. Wer würde das tun?
Aber Jesus Christus ist bereit, es zu tun. Und er sagt, ich mache es, auf dass du Frieden hast. Das möchte ich. Und egal, wie es dir geht in deinem Leben und mit was du auch zu kämpfen hast, und ich glaube, wir haben alle zu kämpfen, irgendwo. Jeder hat seine Baustelle, wie man so schön sagt. Er möchte uns seinen Frieden schenken und mitgeben, da wo du bist. Und er möchte das tun. Und die Bibel geht einen Schritt weiter und sagt sogar, in keinem anderen ist das Heil. Es gibt keinen anderen Heiland. Es gibt niemanden, der dasselbe tun könnte. Den Anspruch gibt die Bibel, Gottes Wort. Er ist es, Jesus Christus und sonst niemand, der uns heilen kann in diesem Sinne. Uns den wahren, echten, vollständigen Frieden geben kann. Er ist es. Vor ein paar Jahren habe ich in der italienischen Adventgemeinde Bad Cannstatt Gennaro Capasso kennengelernt. Seine Geschichte habe ich erst in der Bewegung vor nicht so langer Zeit gelesen, als er berichtet, was er mit Gott erlebt hat. Mit 22 Jahren bekommt dieser Mann die Mitteilung, dass er, und jetzt muss ich lesen, weil ich kann das nicht aussprechen, eine chronische myeloische Leukämie, CML, hat. Das heißt, Prognose, Lebenserwartung von nur noch 2 Jahren. Die einzige Hoffnung war noch eine Knochenmarktransplantation oder Blutstammzelltransplantation. Ich bin nicht vom Fach, das merkt ihr. Und sein bisheriges Leben, als er diese Nachricht bekommen hat, lief vor ihm ab wie in einem Film. Er ist alles nochmal durchgegangen und es hat ihn beschäftigt. Und es hat ihn vor allem eine Frage beschäftigt: Wenn ich abtreten soll in nicht so langer Zeit, was wird danach sein? Wie kann ich vor Gott bestehen, wenn es Gott gibt? Und er war da am Überlegen, am mit sich ringen. Im Krankenhaus, als er dann da lag, hat er ein neues Testament gefunden und liest darin. Und er hat gebetet: Lieber Gott, ich habe nicht mehr viel Zeit. Bitte schick mir irgendjemanden vorbei, der mir helfen kann, dass ich dich noch irgendwie kennenlernen kann, bevor mein Ende kommt. Und so liegt er dort im Krankenhausbett. Und er hat einen Kontakt mit einem Mann, der ihm etwas über Gott erzählt, etwas sagt, der ein gläubiger Mann war, aber kurze Zeit später wird er entlassen und der Kontakt ist damit abgebrochen. Und er betet wiederum: Gott, hilf mir, dass ich dich noch kennenlernen kann, solange ich leben kann. Und dann kommt er an einem Wochenende nach Hause. Und wieder nimmt er diese Bibel in die Hand, schlägt sie auf, aber er kommt sofort zu Stellen, die er nicht versteht und er hat so viele Fragen, was das bedeuten soll. Und wiederum betet er: Lieber Gott, bitte schick mir doch jemand, dass ich dich noch kennenlernen kann, bevor ich abtreten muss. Und am selben Tag klingelt es an seiner Haustür und er macht auf. Und da steht ein Mann, der seinen Namen sagt, der kurz das Anliegen vorstellt und dann gleich anfängt und fragt: Glauben Sie an Gott? Und Gennaro sagt zu diesem Mann: Auf Sie habe ich gewartet, kommen Sie rein. Und sie reden miteinander und am nächsten Samstagmorgen ist Gennaro zum ersten Mal in einem Gottesdienst, in einer Adventgemeinde. Dort in Bad Cannstatt, die italienische Gemeinde. Die Gemeinde sagt, sie möchte für ihn beten, sie möchte da sein für ihn. Aber da gibt es noch so viele offene Fragen, wie es weitergeht. Gennaro muss dann von
Ostern bis September 1990 im Krankenhaus bleiben, viele Monate lang. Er muss eine Isolation durchmachen von 21 Tagen, wo niemand direkt zu ihm darf. Was er körperlich durchgemacht hat, die Behandlungen, das weiß nur er selbst. Aber als er da so lag, und eines Tages keiner zu ihm direkt hin durfte, besuchte ihn trotzdem der Leiter dieser italienischen Adventgemeinde. Und er stand von außen vor diesem Isolationsbereich und las ihm vor aus der Bibel. Und er wählte an diesem Tag den Psalm 23 und sagte, und las es vor, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und zum ersten Mal in seinem Leben hört Gennaro diese Worte. Und es erfüllt ihn ein tiefer, tiefer innerer Friede. Er weiß nicht, ob er durchkommt, aber er weiß, Gott, du bist mein Hirte, du bist bei mir. Gennaro ist am Leben geblieben. Er ist durchgekommen. Die Knochenmarktransplantation ist geglückt. Er lebt heute noch. Er ist heute der Gemeindeleiter genau dieser Gemeinde in Bad Cannstatt bei den Italienern. Aber er hat vor allem eins erlebt. Er hat erlebt, dass er eine geistliche Heimat gefunden hat. Diesen tiefen inneren Frieden, der alles andere übersteigt. Gott hat ihn geheilt. Gott ist auch dabei, mich zu heilen. Und ich glaube, Gott möchte auch dich heilen, möchte auch sie heilen.
Himmel.